Ding jetzt. Okay, als nächstes kommen die Arme dran. Fiddle die und Fiddle die. Die sind jetzt ein bisschen schwieriger als alles das, was wir davor gemacht haben, aber das sollte uns auch nicht abschrecken. Quatsch. Wir fügen einfach ein neues Objekt hinzu. Einfach so. Und zwar drücken wir dafür Shift-C, dann kommt der 3D-Cursor, dieser Rettungsring da direkt in die Mitte. Shift und C. Und dann fügen wir einfach. Ja? Hast du weit? Mumm. Jetzt, ja. Einfach mit Shift A ein neues Objekt, wieder ein Circle. Und der müsste jetzt automatisch. Ups. Das ist kein Circle. ja, du musst den im Object Mode löschen, damit es komplett weg ist. Das ist ja komplett weg. Gut, dann fügst du jetzt einen Circle hinzu. Shift A. Circle, habe ich gemacht. Und du? Dann müsst ihr jetzt automatisch 16 Dinger haben. Nee, 32. Dann mach ihm 16. Ja, habe ich getan. Gut, dann gehen wir in die Seitenansicht. Habe ich auch getan. Rotieren den auf Y um 90 Grad. RY 90, ja, habe ich auch getan. Und. Oh. Ja. Gehen dann an der Seite, an der rechten Seite, auf die Properties. Da ist so ein Schraubenschlüssel. Der dreht sich bei mir immer. RY90. So, achso, ja. Da ist so ein Schraubenschlüssel. Da rechts an der Seite ist ein Schraubenschlüssel. Da klickst du drauf. Rechts an der Seite ist ein Schraubenschlüssel. Da ist ein Schraubenschlüssel, okay. Und dann auf Add Modifier und dann fügst du einen Mirror hinzu. Und nochmal ein Subdivision Surface. Sub. Ja. Gut. Und dann gehst du wieder in die Backansicht, also Steuerung 1. Mhm. In den Edit Mode. Und da schiebst du das jetzt einfach GX ein Stückchen nach rechts. Stückchen heißt bis wo? Mach einfach grob. Also so, das soll ja jetzt die Hand vom Arm werden. Also so. Ach, die Hand, du fängst mit der Hand an? Ja. Okay. 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 Dann gehen wir wieder in die Seitenansicht. Und gehen mal kurz in den Object Mode, um die anderen Objekte auszublenden. Die nerven nämlich ziemlich. Klickst du einfach den Oberkörper an und drückst H und machst das gleiche mit der Hose auch. H. H. Gut. Wenn du hast ja einen guten Computer, du kannst jetzt in der Seite da bei Subdivision Surface bei View auch auf 2 stellen. Dann wird es halt runder und alle, die einen schlechten Rechner haben, oder wo es dann anfängt zu ruckeln bei 2, die können es auf 1 lassen, aber aha! Im View ist es dann, wenn ihr jetzt wieder in den Object Mode geht, dann ist der Kreis einfach rund oder wirkt sehr rund, obwohl es halt nur 16 Punkte sind. Das ist halt dieses Subdivision Surface. Und das brauchen wir jetzt auch, wenn wir die Hand modellieren wollen. Kann ich das auch mit 3 machen? Ja, natürlich kannst du das auch mit 3 machen. Aha. Und mit 4? Und mit 5? Und mit 6? Also mit 6 wird selbst dein Rechner dann irgendwann. Also jetzt bei einem normalen Kreis vielleicht noch nicht, aber... Wetten, ich krieg das hin? Probier es aus. Dann gehst du in den Edit Mode und skalierst den Kreis kleiner. Und passt ihn jetzt so auf die Hand an. Also ziehst ihn einfach dahin, skalierst ihn ein bisschen kleiner. Machst ihn ungefähr auf die Hand. Und die Hand ist ja nicht rund, sondern so ein bisschen oval. Kommst du mit? Ja, ja. Und jetzt skalierst du einfach auf S, Z. Ein ganz kleines Stückchen musst du so ein bisschen nach Augenmaß machen. Die Hand ist ja auch nicht jetzt genau mittig, sondern die ist so ein bisschen gedreht. Ich bin so geil. Machst das nach Augenmaß, ja. Kriegst du es hin? Hab ich doch. Und rotierst es dann. Ja, bis es passt. Passt doch. Gut. Okay, und jetzt, und jetzt. Muss über den Mirror eigentlich noch was einstellen, weil ich habe jetzt einen Kreis auf Höhe meines Kopfes.
Moment, ich muss mal dein Bildschirm kurz machen. Ja. Ja. Es kann sein, dass ich das auch habe. Ja, habe ich auch. Ja, da müssen wir die Achse. Ja, ist egal. Müssen wir die Achse verstellen. Statt X drücken wir Z. Z? Ja. Aha. Soll auf die andere Seite von der Hand kommen, damit wir beide Hände haben. Gut. Ist ja jetzt letztendlich erstmal wurscht gewesen. Gut, dann gehen wir wieder zurück an die Bearbeitung der Hand. So, dass man wirklich zufrieden ist. So. Und jetzt brauchen wir... wir müssen die Hand praktisch so haben, dass, müsstest du jetzt auf meinem Bildschirm sehen, man hier einen Punkt hat, ganz außen vom Kreis. Ich habe die beiden Punkte jetzt markiert. Die brauchen wir gleich. Also der Kreis sollte so gedreht sein, oder so sein, dass hier und dort dieser Punkt ist. Das muss auch nicht so unglaublich genau sein, das kann man letztendlich noch bearbeiten. Die Punkte sollen da sein. Okay, warte kurz. Also den ganzen Kreis einfach so drehen, dass das irgendwie so passt. Wenn euch das hier mit dieser Linie zu ungenau ist, dass diese drei Punkte da irgendwie nicht so richtig dran sind, dann verschiebt man das halt einfach ein bisschen. Du kannst letztendlich auch jeden Punkt dir einzeln so ziehen, wie du ihn haben willst. So, jetzt reicht mir das aber. So. Gut, dann markierst du jetzt den ganzen ovalen Kreis, das ganze Ei, drückst E und skalierst es dann so, dass es auf den kleineren Kreis passt. Drücke E. Ach so. Ja. So, okay. Gut. Und dann löschst du alles, was sozusagen nicht im Kreis drin ist. Also im Prinzip ein Viereck. Ein Viereck kannst du rauslöschen. Oder sind es zwei? Moment. Wenn du Z drückst, dann kannst du es besser sehen. Ja, es sind zwei. So, soll ich das rauslöschen jetzt? Ja, es müsste jetzt so aussehen wie bei mir. Die musst du einfach markieren. Dann X und Vertices. So, ich habe jetzt Faces gemacht. Schlimm? Müsste eigentlich auf selbe hinausgekommen. Dann kannst du jetzt diese beiden äußeren Kanten noch so anpassen, dass diese Rundung auf die Rundung passt. So, jetzt ist es perfekt, oder? Jetzt muss ich es aber nochmal rotieren, glaube ich. So, jetzt passt. Oh, hammergeil, Junge. Ich hab's voll gerissen. Also die müsste ziemlich gut nachempfunden sein, die Rundung. Warum habe ich hier ganz viele kleine Vierecke jetzt hier drin und warum ist das so dunkel? Dunkel weiß ich nicht, aber die Vierecke, die sind vom Subdivision Surface, weil er das halt unterteilt. Ah, okay, Vertices, das heißt, warte mal, wie viele Millionen kann man denn da machen? 6 ist das höchste? Ja, 6 ist das höchste, aber das sind auch schon ganz schön viele. Das ist überhaupt nicht notwendig. Okay. Und dann gehen wir in die Vorderansicht. Ja. Markieren unsere Hand im Edit Mode, verschieben sie mit X so. Ja, so ein bisschen außerhalb vom Handgelenk sozusagen. Außerhalb vom Handgelenk? Bist auf Steuerung 1, ne? Also in der Vorderansicht. Ja. Und dann mit E, ja. X, machst du es einfach so breit wie das Handgelenk. Ein bisschen breiter als das Handgelenk. Ja. Das ist ja eine Das ist im Blueprint so gemacht, dass wenn du ein bisschen rausscrollst und beide Bilder siehst, dann siehst du, dass in beiden Bildern die Hand zur Seite gedreht ist. Ja. Ja, das ist, kann man ja nicht machen. Kann man ja so nicht nachmodellieren. Deshalb habe ich mich jetzt dafür entschieden, die Seitenansicht so zu nehmen und die Vorderansicht dann halt per Augenmaß zu machen. Wenn du dir jetzt das Lego-Männchen anguckst, für alle, die jetzt keins vor sich haben, die Hand ist in die eine Richtung ein bisschen breiter. Das können wir jetzt einfach machen. Also sozusagen die rechte Seite
noch ein bisschen auf die X verschieben. Wobei ich... Warte, wo habe ich denn mein Lego-Männchen denn getan? Aufgegessen? Günther! Da ist Günther. Ja, aufgegessen hätte auch richtig sein können. Alter, ich weiß nicht, was du meinst. Jedenfalls weiß ich nicht, wie das gehen soll. Aber du machst das schon. Ja, also wenn es jetzt ungefähr so aussieht wie bei mir, das ist ja letztendlich auch total flexibel, wie man das jetzt macht. Achso, ich dachte, also, du sagst jetzt schwer. Nö. Das war jetzt ja irgendwie nicht so schwer. Jetzt kann man mit Loopcuts sich das Ganze so ein bisschen anpassen. Ganz einfach einen Loopcut machen und den so zur Seite ziehen, dass die Kante hier so ein bisschen schärfer wird. Ganz scharf würde ich sie nicht machen. So vielleicht. Und die andere würde ich so rund lassen. Die ist ja auch beim Lego-Männchen so ein bisschen runder. Boah, was? Wo Loopcuts? Was auch immer? Hier. Und den dann nach rechts zur Seite schieben. Irgendwie... Achso, ich bin... Oh, lol. Ich gucke die ganze Zeit auf meinen Blender und denke mir, warum passiert hier nichts, Alter? Weil ich habe gedacht, ich bin bei Skype noch in der Dings, ey. So, warte, jetzt muss es mir nochmal zeigen. Also ich habe jetzt hier das Teil ein bisschen breiter gemacht als das Handgelenk. Mhm. Also nicht symmetrisch, sondern auf dieser Seite breiter und dann einen Loopcut gezogen und den rechts zur Seite. Aber nicht ganz an die Kante, sondern nur so ein bisschen, damit das hier noch rund ist. Okay, warte, das versuche ich jetzt erstmal nachzumachen. Ja. Also, du hast... Stopp. So. Du hast da. So, du hast es ein bisschen breiter als das Handgelenk gemacht. Mhm. Ups. So, ungefähr. So, dann hast du einen Loopcut. Den machen wir mit was? Mit L oder mit O? Steuerung oder mit R. Steuerung R. Steuerung R. Okay, und den. Dann. So dahin. Ja. Gut. Jetzt können wir im Object Mode links an der Seite bei Shading auf Smooth drücken. Und dann. Links an der Seite bei Shading. Mhm. Gefunden? Mhm. Achso, links an der Seite, Moment. Hast du rechts geguckt? Lass mich! Ja, habe ich drauf gedrückt. Und du? Jetzt müsste es so. Smoothig geworden sein. Ich habe da ganz oft drauf gedrückt. Was passiert dann? Nichts. Achso. Gut. Jetzt ist die Hand im Prinzip fertig. Jetzt können wir wieder in die Seitenansicht wechseln. Aber ich habe hier irgendwie so einen Schnitzer in der Hand. Gehört er so? Schnitzer? Mom. Das sagt mir jetzt nichts. Nee, der gehört nicht so. Gut, du gehst in den Object Mode, in den Edit Mode. Ja. Markierst alles mit A. Ja. Und drückst Steuerung N, um die Normalen umzudrehen, also die Ausrichtung. Ja. Oh, Zauberei! Ja, ganz genau. Was war genau. Das jetzt? Die Normalen haben sich umgedreht. Die Normalen findet man, wenn man jetzt im die Edit Mode bleibend. Gibt's auch Unnormale? Weißt du nicht, was Normale sind? Nein. Das sind die senkrecht auf einer Fläche stehenden Geraden. Ah, vielen Dank für die Info, Professor Dr. Wächter. Med hast du vergessen. Professor Dr. Med. Und den zweiten Doktor. Wenn du Med wärst, Professor Dr. Dr. Med, bitte. Professor Dr. Dr. Med, Felix Wächter, ey. Okay, wie wärst du noch mit Med Dent oder sowas? Nee, auf Zähne stehe ich nicht so. Da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Den doppelten Doktor, der hat schon gereicht. Ja, ja, okay. Und der Professor, und der dritte, war auch der wird auch nicht erwähnt. Der war egal, auch nicht. Egal, ich kann jetzt weitermachen. Okay. Du kannst jetzt in die Seitenansicht wechseln. Mit 3. Jetzt hier die oberen Punkte, also kannst du die aussuchen von der Hand. Einfach einen oberen Punkt wählen, vorher deselektieren. Nee, der. Es geht jetzt nur darum, in die Mitte der Hand diesen 3D-Cursor zu setzen. Also markiere einfach 2 Punkte mit C am besten. Warte mal eben. Oh. Das gefällt mir aber nicht so gut. Warum? Ja, guck mal unten. Ja und? Das ist egal, dass der da oben nicht in der Mitte ist.
Boah, mein. So, nehme ich den halt. Gut. Hast du es mit C gemacht? Sind die beide auf der hintere markiert? Bitteschön. Und dann drückst du Shift S. Erst noch bestätigen. Shift S und Cursor to Selected. Und dann mit Shift A einen neuen Circle hinzufügen. Mit Shift A einen neuen Circle hinzufügen. Oh, der ist so groß. Gut, den kannst du jetzt rotieren. Anpassen. Der soll jetzt das Handgelenk werden. Skalieren. Oha, so klein geht ja schon fast gar nicht. Mit skalieren und rotieren. Ne? Aber der ist ja jetzt da dran, ne? Ich würde den an den oberen Rand vom Arm jetzt ansetzen. Mit G. Ja, noch ein bisschen rotieren. Mit Shift kann man es immer genauer machen. Super. Ja. Und jetzt dann extrudieren. Extrudierst du den nach unten. Einfach in die Hand rein, das sieht man nicht. So, dass die, genau. Aber der ist noch gar nicht, warte mal. So, dass er halt nicht unten aus der Hand rausguckt. Das muss man auch gar nicht verbinden, das kann man einfach so lassen. Oh, ich glaube, ich habe Bullshit gebaut. Warte mal. Drück einfach. Wenn du einmal extrudiert hast, dann musst du das nächste Mal nur noch G drücken. Jetzt kannst du G drücken. Oh, jetzt musst du erstmal. Ja. So, das ist jetzt gerade. Jetzt will ich es noch wieder ein bisschen größer machen. So. Jetzt will ich das nochmal darüber ziehen. So. Jetzt! Sehr gut. Nicht so. Jetzt habe ich es so gemacht. Gut, dann markierst du jetzt mit Alt-rechter Maustaste den oberen Loop. Ja. Und extrudierst, brichst ab mit der rechten Maustaste und skalierst größer. Um da ist jetzt den Arm da. Okay, das kann nicht größer. Okay. Passt das halt an. Logischerweise. Und jetzt geht das große. So, ja, hab ich getan. Ja. Skalieren, rotieren und extrudieren los. Das kannst du jetzt einfach nach Augenmaß machen. Nimm dir so viele Zwischenschritte, wie du für nötig hältst, das ist jetzt jedem selbst überlassen.